Adlerhorst. Adler an Adlerhorst. Bitte kommen, Adlerhorst. Hier Adlerhorst. Wir empfangen Sie, Adler. Wie ist Ihr Status? Die Mission ist erfüllt. Wir kehren nach Hause zurück. Gute Arbeit, Adler. Wie steht es um Ihren Passagier? Den Umständen entsprechend geht es ihm gut. Wiederhole, dem Passagier geht es gut. Adler, Ende. Es ist jetzt 48 Stunden her, dass Blaskowitz von Burg Wolfenstein zurückgekehrt ist. Wir hatten daher viel Zeit, seine Erkenntnisse zu verarbeiten. Erkenntnisse, die, sagen wir, erstaunlich sind. Das ist eine Untertreibung, Sir. Die Frage, die ich jetzt in den Raum stellen möchte, was genau haben die Wölfe vor? Nun, wenn ich ehrlich sein soll, Sir, wissen wir nicht genug, um diese Frage zu beantworten. Ach, nicht? Verstehen Sie mich nicht falsch, wir haben viel über Ihre Möglichkeiten herausgefunden. Allein das macht mir furchtbare Angst. Mir auch. Aber... Ja, Jack? Es gibt da zwei Dinge, die mir keine Ruhe lassen. Was genau ist dieser dunkle Ritter, an dem Sie alle so interessiert sind? Was haben unsere Forschungen ergeben? Nichts, einfach gar nichts. Wahrscheinlich noch mehr von diesem Wir-lassen-Verfaulte-wieder-auferstehen-Hokuspokus. Und das Zweite, Jack? Dann ist da noch der Schädel, der wahrscheinlich gefährlichste Kamerad in den Reihen der Wölfe. Und wir haben keine Ahnung, ob und wie er mit der paranormalen Division in Verbindung steht. Der Schädel? Haben unsere Quellen den nicht bei der geheimen Raketenbasis von Katamarunda ausfindig gemacht? Das ist korrekt. Und wie der Zufall es so wollte, ist unser Mann Blaskowitz dorthin unterwegs. Ist er? Ja. Seine Befehle lauten, den gesamten Giftwaffenkomplex zu infiltrieren und zu sabotieren. Mit etwas Glück gelangt er auch an das neue Cobra-Modell. Das Cobra-Raketenflugzeug? Genau das. Das sind aufregende Neuigkeiten, Sir. Jack, was würden Sie sagen, wenn ich unseren Mann anweise, er soll seine Augen und Ohren für jeden Bezug zum Paranormalen offen halten? Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Idee.